in den tiefsten Schatten der Nacht, wo das Flüstern der Verschuldeten in Verzweiflungsschreie übergeht, folge ich der Spur unbezahlter Rechnungen und gebrochener Versprechen. Mein Beruf, mehr ein Fluch als eine Berufung, zieht mich zu den verlassenen Schwellen der Gesellschaft, zu Häusern, die mehr Geheimnisse als Bewohner bergen. An diesem späten Abend klopfe ich an eine Tür, die besser nie geöffnet worden wäre, in einem Haus, das flüstert, atmet und nach etwas Unerklärlichem hungert. Hier beginnt meine Geschichte. Nicht als Held, sondern als Bote einer dunklen und unausweichlichen Wahrheit, die sich in den Schatten verbirgt und darauf wartet, enthüllt zu werden. Auf in den Wahnsinn! Früher hatte ich einen Job in einer Branche mit schlechtem Ruf, was oft auch verständlich war. Doch das Unternehmen, für das ich tätig war, gehörte zu den besseren. Wir waren nicht nur hoch bewertet, sondern unsere Methoden des Inkassos waren auch menschlicher und persönlicher. Wir kamen nicht einfach vorbei und nahmen Dinge weg. Wir boten personalisierte Zahlungspläne, Beratung und Möglichkeiten an, ihre Sachen innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens zurückzubekommen. Trotzdem ging es am Ende des Tages um das Geld. Und egal was passiert, die Leute werden verärgert sein. Sie werden Dinge verlieren. In dieser Branche sieht man viel Elend. Drogenmissbrauch, Gewalt, Vernachlässigung. Viele verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge. Ihre Anwesenheit dort ist nur ein weiteres Problem in einer langen Reihe von Problemen. Die Menschen gehen nicht absichtlich in diese Art von Schulden. Und ich kann Ihnen versichern, dass Sie wirklich alles versucht haben, um sich daraus zu befreien. Aber manchmal ist Ihr Bestes nicht genug. Dann komme ich klopfen. Aber ich möchte über einen besonderen Fall sprechen, auf den ich letztes Jahr gestoßen bin. Bis dahin hatte ich 18 Monate in der Schuldenkollektion gearbeitet und begann, den Rhythmus der Dinge zu verstehen. Es war ein später Frühling in Minnesota. Die Art, bei der man von der Sonne geblendet wird, während man vor dem schneevermischten Regen zittert. Wo der Boden zu Matsch wird, die Kante ihrer Jeans verfärbt und durch ihre Schuhe durchweicht. Mir wurde ein Fall über eine schlecht verwaltete Kreditkartenschuld zugewiesen. Es war von Anfang an ungewöhnlich. Der Kerl war deutlich jünger als meine üblichen Kunden und seine Historie war größtenteils makellos. Keine unbezahlten Parktickets, keine offenen Arztrechnungen oder Bildungskredit. Er hatte einfach eine massive Belastung auf seine Kreditkarte genommen und sich abgemeldet. Seitdem hatte niemand ihn erreichen können. Ich hatte seine letzte bekannte Adresse nachgeschlagen, von der er Wochen zuvor umgezogen war. Er hatte den Standort zu einem gemieteten Stadthaus gewechselt, in dem er unter falschen Identitäten wohnte. Es dauerte nicht lange, bis ich sein neues Zuhause bestätigte. Er benutzte immer noch dasselbe Auto, das ich von der Straße aus in der Einfahrt erkennen konnte. Er mietete ein Stadthaus, das er mit jemand anderem teilte. Es ist ein zweistöckiges Gebäude, in dem ein Mieter im unteren Stockwerk wohnt und der andere im zweiten. Jeder Mieter hatte seinen eigenen Eingang, sodass sich die beiden Bereiche nicht überschnitten. Für alle praktischen Zwecke war es sein eigener Platz, nur als Teil eines kompletten Hauses. Das führte mich zu meinem ersten Problem. Herauszufinden, welches Stockwerk seins war. Ich klopfte an die Tür im unteren Stockwerk. Ich wartete ein paar Minuten, bevor ich wieder klopfte, da ich dachte, dass niemand zu Hause sei. Ich war gerade dabei wegzugehen, als eine rundliche ältere Frau die Tür öffnete. »Sind Sie wegen der Klimaanlage hier?«, knurrte sie. »Nein, ich suche einen gewissen Robert Corrais.« »Corrais?« runzelte sie die Stirn. »Hier wohnt kein Corrais.« »Er könnte einen anderen Namen verwenden«, erklärte ich. »Ein Kerl Mitte 20, langes Gesicht, braune Augen.« »Oben«, seufzte sie. »Er hat versprochen, meine Klimaanlage zu reparieren. Sagen Sie ihm, er soll sich darum kümmern. Es fängt an, meine Augen zu reizen.« »Und sagen Sie ihm, ich unterschreibe keine seiner Pakete mehr, bis er das erledigt hat.« Ich ging nach oben und klopfte an die Tür. Natürlich keine Antwort. Ich rief seinen Namen, stellte mich und die Firma, für die ich arbeitete, vor und wartete geduldig. »Ich möchte eine Vereinbarung treffen«, sagte ich.
Ich weiß, dass Sie da drinnen sind. Ihr Auto steht in der Einfahrt. Das wird nicht lange dauern und ich nehme heute nichts mit. Wir müssen nur ein Gespräch beginnen. Minuten vergingen. Immer noch nichts. Ich lief ein paar Runden um das Haus und benutzte eine Taschenlampe, um durch die Fenster zu schauen. Ich konnte nichts Besonderes sehen. Die meisten Fenster hatten ihre Vorhänge zugezogen. Alte Dinger. Wahrscheinlich gehörten sie zum Haus. Ich drückte mein Gesicht gegen die Seite der Tür und versuchte, irgendwelche vertrauten Gerüche zu erschnüffeln. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich auf eine schreckliche Szene stoße, und der Geruch ist normalerweise das erste Anzeichen. Dieser schien in Ordnung zu sein. Ich werde eine Karte hinterlassen, sagte ich und schob sie halb unter die Tür. Ich komme morgen wieder. Wenn Sie einen Termin zu einer bestimmten Zeit vereinbaren möchten, rufen Sie bitte an. Und damit ging ich zu meinem Auto. Die rundliche Frau im unteren Stockwerk fing mich auf dem Weg nach draußen ab und stapfte durch den Matsch mit ihren übergroßen Gummistiefeln. Wird er meine Klimaanlage reparieren? Rief sie. Sieht nicht danach aus, Ma'am. Es juckt, wissen Sie, schnaubte sie, und es stinkt schlecht. Und damit schüttelte sie den Kopf und watschelte nach Hause zurück und fluchte vor sich hin. Am nächsten Tag kam ich zurück. Sein Auto war immer noch in der Einfahrt. Aber die Karte, die ich unter die Tür geschoben hatte, war verschwunden. Er muss sie gesehen haben. Sie wäre nicht weggeflogen, ich hatte sie gut festgesteckt. Als ich an die Tür klopfte, kam die alte Frau im unteren Stockwerk heraus, um nachzusehen. Bevor sie die Chance hatte zu fragen, antwortete ich ihr. Noch nichts wegen der Klimaanlage, sagte ich. Aber ich werde es ansprechen. Es sind Wochen vergangen, argumentierte sie. Wochen. Ich bin sicher, er wird es erledigen. Es ist Folter, beschwerte sie sich. Es ist tagsüber zu warm und nachts zu kalt. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen abgeschaltet. Ich konnte ihm nicht die Schuld geben, dass er nicht herauskam, während sie in der Nähe war. Den ganzen zweiten Tag gab es keine Antwort. Robert kam nicht heraus und es gab keine Anzeichen von ihm. Ich erklärte der geschlossenen Tür, dass ich keine Bedrohung sei, aber dass das irgendwann behandelt werden müsse. Wieder nichts. Ich lief um das Haus herum mit meiner Taschenlampe und sah ihn nicht. Aber es sah so aus, als hätten sich einige der Vorhänge bewegt. Sie waren etwas schief. Vielleicht hatte er sie geöffnet, um einen besseren Blick auf mich zu bekommen. Auf jeden Fall war klar, dass er noch da war. Aber ich brauchte mehr Informationen. Und obwohl ich hasste, was ich tun musste, war der beste Weg, mehr über Robert zu erfahren. Durch seine Nachbarin. Ich stellte mich ihr förmlich vor und sie tat dasselbe. Ihr Name war Elsie. Sie war 83 Jahre alt, eine ehemalige Eisenbahningenieurin und lebte allein. In dem Moment, als ich in ihr Haus eingeladen wurde, konnte ich sagen, dass es ein Problem mit ihrer Klimaanlage gab. Es war nicht nur heiß wie ein Ofen, sondern es schmeckte auch nach abgestandener Luft. Ich versprach ihr, einen Blick darauf zu werfen, solange sie mir ein wenig über Robert erzählte. Als sie mich in ihr Wohnzimmer einlud, blieb ich wie angewurzelt stehen. Zu sagen, dass es ein Problem mit ihrer Klimaanlage gab, war eine Untertreibung. Das Gerät, das in die Wand eingebaut war, hatte lange grüne Grasstränge, die aus dem vorderen Gitter wuchsen. Es ähnelte einer dicken Alge oder einer Art Rebe. Es blockiert den Ventilator, sagte sie. Es rattert und rattert nur. Sie sollten Ihren Vermieter dazu bringen, sich das anzuschauen, sagte ich. Das ist nicht normal. Ich habe nicht das Geld dafür, stöhnte sie. Als ich ihm sagte, er solle meine Badewanne reparieren, engagierte er einen Unternehmer, um alle Rohre zu erneuern, und ließ mich dafür bezahlen. Darauf falle ich nicht noch einmal herein. Vielleicht müssen Sie es doch tun, das geht so schnell nicht weg. Also können Sie es nicht reparieren? Mit allem Respekt, ich glaube nicht, dass Gott das reparieren kann. Wir setzten uns auf eine Tasse Tee, während sie mir von ihrer Erfahrung mit Herrn Corris erzählte. Anscheinend war er einer der ruhigsten Nachbarn, die sie im Laufe der Jahre hatte. Er war ordentlich, höflich, freundlich und hilfsbereit. Oder zumindest war er das, seufzte Elsie. Ich sehe ihn kaum. Wissen Sie, was er beruflich macht? Das brachte sie zum Nachdenken. Sie überlegte und gab resigniert mit einem Grunzen auf. Sie deutete auf eine Schachtel an der Seite ihres Kühlschranks.
Er lässt sich das ab und zu zuschicken, fuhr sie fort. Ich denke, er züchtet Gras. Ich nahm die Schachtel herunter und sah sie mir an. Eine einfache Pappschachtel mit schwarzem Text auf der Seite. Blaue Sonnenblumen. Wenn Sie wegen der Samen hier sind, haben Sie Pech, lächelte sie. Ich habe sie alle vor Wochen runtergespült. Ich will keine Drogen in meinem Haus haben. Als ich am zweiten Tag ging, nahm ich mir etwas Zeit, um herauszufinden, was dieses Wort bedeutete. Eine Züchtung von kleineren, haustierfreundlicheren Sonnenblumen. Nur mit blauen Blütenblättern. Elsie hatte keine Ahnung, dass sie mindestens 350 Euro wert an Samen heruntergespült hatte. Ich versuchte, etwas über Ranken zu finden, die sich in Klimaanlagen verwickeln, aber ich konnte nichts Nützliches finden. Es gab einen Artikel über eine Frau, die Snacks dort versteckt und vergessen hatte, was dazu führte, dass sie Pilze züchteten, aber das war auch schon alles. Meine beste Vermutung war, dass es sich um eine Art Würgekraut handelte, basierend auf der Form, aber es war schwer zu sagen. Am dritten Tag ging ich direkt zu Roberts Tür. Ich war pünktlich um 10 Uhr da und diesmal fragte ich nicht. Herr Corey, wenn Sie nicht bereit sind zu kooperieren, müssen wir andere Mittel nutzen, um Sie zu kontaktieren. Ich denke, es wäre für uns alle am besten, wenn wir uns zu einem Gespräch setzen und dieses Durcheinander klären könnten. Ich klopfte wieder härter. Aber natürlich gab es keine Antwort. Ich konnte nicht anders, als mich zu fragen, wo Elsie war. Sie war immer herausgekommen, um zu sehen, was los war. Hatte sich etwas geändert? Es gab ein Klicken auf der anderen Seite der Tür. Ich hielt den Mund und trat zurück. Als sich ein Spalt der Tür öffnete, konnte ich nur ein dunkles Zimmer sehen. Aber ich konnte jemanden hören. Bitte senken Sie Ihre Stimme. Eine heisere Stimme, trocken und gebrochen. Er stieß zufällig ein pfeifendes Geräusch aus. Fast die Art von Stimme, die man nach einer langen Nacht auf einem Konzert bekommt. Stört es Sie, wenn ich reinkomme? Wir haben einiges zu besprechen. Überhaupt nicht, nur senken Sie Ihre Stimme. Die Tür glitt auf. Die Luft war dick vor Wärme. UV-Lichter säumten die Wände und beleuchteten Reihen von Ranken. Nicht unähnlich denen bei Elsie. Sie quollen aus ihren Töpfen, bedeckten große Teile des Bodens. In einer Ecke des Raumes stand ein fauler Junge in einem Sessel, bedeckt mit Stapeln leerer Kartons. Die meisten Wände waren mit schwarzer Plastikfolie bedeckt, die die Feuchtigkeit einschloss. Dann war da Robert selbst. In einem zerrissenen und kaum lesbaren T-Shirt und einer Jeans gekleidet, sah er aus, als hätte er sich komplett von der Gesellschaft zurückgezogen. Verglichen mit seinen früheren Bildern hatte er seine Haare und seinen Bart zu einem lächerlichen Grad wachsen lassen, was ihn wie einen ungepflegten Busch aussehen ließ. Er sah mir nicht einmal in die Augen. Er stolperte einfach zurück in seine dunkle Küchenecke, wo ich sehen konnte, dass mehr dieser Pflanzen aus der Spüle wuchsen. Ich habe nicht viel anzubieten, keuchte er. Mögen Sie Wasser? Danke, mir geht's gut. Sie mögen kein Wasser? Doch, ich mag Wasser. Das ist gut, großartig, wirklich großartig. Während ich zwischen den Reihen von Pflanzen ging, konnte ich nicht anders als genauer hinzusehen. Sie gaben diesen seltsamen Ammoniakgeruch ab, wenn man zu nahe kam. Es war subtil, aber deutlich. Sie scheinen ein großes Interesse zu haben, sagte ich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich bin ein Agra. Robert hielt inne, um sich selbst eine Ohrfeige zu geben, die mit einem lauten Klatschen widerhallte. Ich bin ein Agronom. Es ist ein Projekt von mir. Ein Agronom? Wie Pflanzenforschung? So ähnlich, ja. Er trank die Hälfte eines Glases Wasser und goss den Rest in einen Topf. Es ist eine Mischung aus Helianthus cerulea und, europäische große Seide. Das ist ein bisschen außerhalb meiner Kenntnisse, lächelte ich. Aber es ist erstaunlich, sieht kompliziert aus. Die meisten Dinge sind es. Er ließ sich in einen Stuhl fallen, als wäre sein Körper ein fallender Sack Kartoffeln. Ich ging zu ihm und setzte mich auf einen Stuhl ihm gegenüber. Sie haben ziemlich viele Schulden angehäuft, sagte ich. Ich wurde gebeten, Sie zu treffen, um einen Zahlungsplan auszuarbeiten. Schulden? Fragte er. Sie wollen Geld? Das ist die Idee. Oh. Er öffnete einen Schrank über seiner Spüle. Ich erwartete, Gläser und Tassen zu sehen,
Stattdessen waren dort Stapel von Bargeld. Keine kleinen Scheine. Habe gerade ein Projekt abgeschlossen. Ich nehme alle meine Auszahlungen in Bar, weil sie die Banken kontrollieren, wissen Sie? Den kann man nicht vertrauen. Ist das der Grund, warum Sie Ihre Rechnungen nicht bezahlt haben? Sie benutzen keine Banken mehr. Nee, ich mache das einfach nicht. Es gibt wichtigere Dinge. Er legte einen Stapel Bargeld vor mich hin. Der Küchentisch wackelte ein wenig. Ich wusste nicht, dass Agronomen so viel verdienen, sagte ich. Sie scheinen es gut zu machen. Die meisten nicht, seufzte er. Nennen Sie mir einfach eine Zahl. Er zahlte den vollen Betrag auf einmal in bar. Er zögerte nicht einmal. Er unterschrieb alles, worauf ich zeigte, mit einem X und stellte keine Fragen. Mir wurde eine Plastiktüte gegeben, um das Geld darin zu tragen. Als wir fertig waren, gähnte er und zeigte eine Reihe tiefgelber Zähne. »Sind wir fertig?«, fragte er. »Sieht so aus«, lächelte ich. »Darf ich Ihnen noch etwas fragen?« »Fragen Sie. Was ist mit den Sonnenblumen?« Das brachte ihn ins Stocken, schien ihn aber auch etwas zu fokussieren. »Die sind alle lopatisch«, sagte er. Ich gab ihm einen leeren Blick und er verstand. Ich hatte keine Ahnung, was er gerade gesagt hatte. Er lehnte sich gegen eine Wand und ließ das schwarze Plastik knistern. Alle Pflanzen haben ihre eigenen Überlebensstrategien. Manche verbreiten Pollen im Wind, andere bilden Samen oder schaffen nahrhafte Säfte, damit Tiere sie fressen und fallen lassen. Richtig. Also, alle lopatische Pflanzen haben eine andere Strategie. Sie führen eine Art Störung durch. Sie geben Chemikalien in den Boden ab. Terpenoide, Alkaloide, cyanogene Glykoside, was auch immer sie brauchen. Um was zu tun? Warum geben Sie das ab? Er blinzelte mich an, als hätte ich ihm die offensichtlichste Frage der Welt gestellt. Um die Konkurrenz zu töten, sagte er sachlich. Um sicherzustellen, dass nichts anderes, wachsen kann. Als ich gehen wollte, wartete Robert an der Tür. Ich drehte mich ein letztes Mal zu ihm um. Sie sollten wirklich Elsie mit ihrer Klimaanlage helfen, lächelte ich. Ich denke, es sind ihre Pflanzen, die sie durcheinander bringen. Und es sieht so aus, als hätten sie genug überschüssiges Geld. Was meinen Sie? Ich meine, Sie haben Stapel davon in... Nein, ich meine die Pflanzen, die die Klimaanlage durcheinander bringen. Was meinen Sie damit? Er schielte mich an und neigte den Kopf. Sein Mund blieb leicht offen und man konnte sehen, wie gelb diese Zähne wirklich waren. Sie wachsen aus ihrer Klimaanlage. Das ist das Problem. Das ist unmöglich. Nun, es ist da, sagte ich mit den Schultern zuckend. Unmöglich oder nicht? Ich drehte mich um zu gehen, aber Robert packte meinen Arm. Er hielt mich einen Moment fest, sah verstört aus. Haben Sie irgendwelche meiner Schachteln dort unten gesehen? Ja? Waren sie offen? Ich denke schon, ja. Sie sagte, sie hätte die Samen runtergespült. Tut mir leid. Robert hielt inne, um nachzudenken. Seine Augen flatterten hin und her, während stille Berechnungen durch seinen Kopf rasten. Schließlich traf er meinen Blick. Die Klimaanlage hat eine Kondensationsentwässerung. Sie ist mit dem Rohrsystem im Keller verbunden. Und weiter. Also können Sie sich an der Seite der Rohre festhalten und mit konstanter Feuchtigkeit und Schatten. Seine Augen weiteten sich. Er hob einen Finger, als wollte er mich bitten zu warten. Dann nickte er. Warten Sie einen Moment. Er ging zurück und holte ein paar weitere 100-Euro-Scheine. Er legte sie in meine Plastiktüte mit einem dünnen Lächeln. Für Ihre Mühe. Als ich wieder in meinem Auto saß, sah ich, wie Robert vor seiner Tür stand und mich mit seinen Augen jeden Schritt des Weges verfolgte. Er war darauf bedacht, dass ich ging, so viel konnte ich sagen. Ich wusste nicht, was ich sagen oder tun sollte, aber ich hatte das Gefühl, dass mir etwas entging. Ich dachte daran, die Polizei zu rufen, aber es gab nichts offensichtlich Illegales, soweit ich das beurteilen konnte. Sicher, er war ein zwielichtiger Kerl, aber es war nicht so, als würde er Drogen herstellen. Er war einfach seltsam. Und ich konnte nicht wirklich sagen, ob Elsie fehlte, nur weil sie uns nicht belästigte. Vielleicht war sie einfach einkaufen gegangen.
Ich fuhr aus der Einfahrt heraus und sah ihn im Rückspiegel an. Gerade als ich um die Ecke biegen wollte, konnte ich sehen, wie er in Aktion trat. Was auch immer er vorhatte, er würde es schnell tun. Ich versuchte, es hinter mir zu lassen und mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ich war zu beschäftigt mit der Arbeit, um zu bemerken, was als nächstes passierte. Ich bemerkte keine der Sirenen in der Ferne und ich konnte den Rauch nicht sehen. Hätte ich es bemerkt, hätte ich vielleicht mehr Fragen gestellt oder mich auf etwas gefasst gemacht. Aber ja, ich hatte keine Ahnung, dass Robert dieses Haus niedergebrannt hatte. Ich war damit beschäftigt, Formulare auszufüllen und die Zahlung zur Einreichung vorzubereiten. Ich übernachtete in einem Hotel weiter unten an der Straße. Während ich mich niederließ und ein paar E-Mails an meinen Arbeitgeber schickte, nahm ich mir etwas Zeit, um die Zahlung zu zählen, zu sortieren und angemessen zu verpacken. Dabei bemerkte ich etwas Knuspriges am Boden der Plastiktüte, die Robert mir gegeben hatte. Trockene kleine Schoten. Samen möglicherweise. Sie müssen versehentlich hineingerutscht sein. Als ich einen Hauch davon bekam, konnte ich nicht anders als zu niesen. Dieser Ammoniakgeruch schlug mir ins Gesicht und kitzelte meine Nase. Ein paar Schoten rollten auf den Boden, während eine in meiner spuckbedeckten Hand blieb. Sie knackte, als sich die Blätter entfalteten, geweckt durch die Feuchtigkeit. Eine daumengroße kleine Blume. Trotzdem gefiel sie mir nicht. Wenn das etwas mit Robert und seiner Arbeit zu tun hatte, wollte ich nichts damit zu tun haben. Ich sammelte sie sorgfältig ein, rollte sie in ein Papiertuch und ging, um sie runterzuspülen. Ich hielt sie über die Toilette, zögerte. Das ist es, was Elsie getan hatte. Und nur daran zurückzudenken, wie er mich angesehen hatte, als ich es ihm sagte, war genug, um mich zweifeln zu lassen. Es war eine dieser Situationen, wie wenn man sich Sorgen macht, einen Spiegel zu zerbrechen oder sicherzustellen, dass man nicht auf Risse im Gehweg tritt. Es war dieser kleine Moment des Zweifels, wenn alle Türen geschlossen sind und niemand da ist, der zuschaut. Ich rollte sie schließlich zusammen, trat darauf und warf die Stücke in den Müll. Ich schaffte es, etwa 30 Minuten zu schlafen, bevor es an meiner Tür klopfte. Der Motelbesitzer räumte die Leute aus. Anscheinend wütete ein Feuer in der Nähe und sie wollten nicht riskieren, dass jemand unvorbereitet erwischt wurde. Uns wurde ein kostenloser Aufenthalt in einem anderen Hotel in der Innenstadt angeboten. Schlafentzogen und erschöpft stimmte ich zu. Ich stieg in mein Auto und blieb auf den Nebenstraßen. Ich wollte nicht riskieren, auf einer schlecht beleuchteten Straße mitten in der Nacht auf einen rasenden Feuerwehrwagen zu treffen. Das wäre ein Rezept für eine Katastrophe. Ich nahm die malerische Route. Ein kostenloser Aufenthalt an einem anderen Ort störte mich nicht. Es könnte mir helfen, diesen Ammoniakgeruch aus der Nase zu waschen. Auf einer dunklen Landstraße mitten in der Nacht zu fahren, kann an sich schon unangenehm sein. Aber als mein Motor zu stottern begann, fühlte ich, wie mir alle Energie entzogen wurde. Ich öffnete die Motorhaube und benutzte mein Telefon als Taschenlampe. Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, was ich überhaupt ansah. Zwischen den verschiedenen Rohren und Kabeln befand sich ein Gewirr aus ausgetrockneten Ranken. Alle mit ihren eigenen kleinen blauen Knospen, die darauf warteten, bei der geringsten Berührung von Feuchtigkeit zu platzen. Ich wedelte etwas heiße Luft aus meinem Gesicht, um den Schaden zu begutachten. Wie zum Teufel war das überhaupt dorthin gekommen? Jemand musste es dort platziert haben. Die einzige Zeit, in der jemand ohne mein Wissen Zugang zu meinem Auto gehabt hätte, wäre entweder im Hotel oder während ich mit Robert sprach. Und zu dieser Zeit gab es nur eine Person in der Nähe, die nicht verantwortlich gemacht wurde. Sie haben unseren Geruch an sich. Eine alte Stimme übertönte das Zischen des stehengebliebenen Motors. Ich musste mich nicht umdrehen, um zu wissen, dass sie es war, aber ich tat es. Roberts Nachbarin, Elsie. Sie hatte wochenlang in diesem von diesen Pflanzen befallenen Ort gelebt, so auch Robert. Aber vielleicht hatte er die Mittel, damit umzugehen. Elsie hingegen nicht. Etwas hatte sich verändert. Ich drehte mich um ihr gegenüberzustehen und hielt mein Telefon hoch. Grüne Spuren zuckten am Rand ihrer Augenlider. Winzige Bewegungen, die nach Schwachstellen direkt unter ihrer Haut suchten. Ein Wirrwarr aus Zuckungen, versteckt unter der Oberfläche. Ihre Bewegungen waren ruckartig und plötzlich, ihre Stimme heiser und ungleichmäßig. Lautstärke und Kadenz wechselten zufällig. Sie war barfuß, trug ein Nachthemd, ihre Füße waren blau vor Kälte.
Es schien ihr nichts auszumachen. Unser Geruch, lächelte sie. Er ist da. Was reden Sie da? Etwas bewegte sich hinter mir. Ich drehte mich um, um ein Auto zu sehen, nur um die Ranken im Motor zu sehen, die rasselten. Sie schüttelten sich und ließen die kleinen trockenen Knospen rasseln. Eine Warnung. Ich drehte mich wieder zu Elsie um und sie wich vor dem Licht zurück. Meine Hände waren schweißnass. Sie lächelte, enthüllte eine geschwärzte Zunge, während sie sich nach links und rechts bewegte und testete, ob ich ihr mit meinem Telefon folgen würde. Soll ich jemanden anrufen? Fragte ich. Ja, keuchte sie. Legen Sie das hin, rufen Sie jemanden an. Wen möchten Sie, dass ich anrufe? Es ist mir egal. Ein Teil von mir wollte glauben, dass dies nur eine kranke alte Frau war, aber ein anderer Teil von mir wusste, dass mehr dahinter steckte. Sie hatte in diesem Raum gelebt, der von Gott weiß, was befallen war. Vielleicht war die Klimaanlage nur ein Zeichen für etwas Schlimmeres. Sie näherte sich nicht, sondern bewegte sich stattdessen seitlich. Wir kreisten umeinander, während sie versuchte, das Ende meines Lichts zu erreichen. Ich wollte sie sehen, grinste sie, während sie schliefen. Sie machte einen Ausbruch nach vorne und stolperte fast über ihre eigenen Füße. Ich trat zurück und spürte, wie mein Herz einen Schlag aussetzte. »Was wollen Sie?« rief ich aus. »Ich mag den Geruch.« Ein weiterer Ausbruch, aber diesmal fiel sie mit dem Gesicht nach vorne auf den Asphalt. Als ihr Körper mit einem Knall aufkam, gab es ein blutgerinnendes Geräusch von ihrem Arm. Er war nicht nur gebrochen, er war vollständig vom Körper getrennt. Und er bewegte sich immer noch. Kleine Nervenenden und Arterien, ersetzt durch grüne Ranken, hielten den Wirt am Leben und traten. Zuckungen brachten die Muskeln zum Leben, zogen sich zusammen und dehnten sich aus, um blind nach vorne zu stürmen. Elsie schien es nichts auszumachen, als sie sich umdrehte und wieder aufstand. Ihr fehlender Arm machte sie schief. Ich wollte etwas sagen, aber mir fehlten die Worte. Ich schüttelte nur den Kopf, als würde ich versuchen, das, was ich sah, aus meinem Kopf zu vertreiben. Die Finger ihrer abgetrennten Hand tippten gegen meinen Stiefel und versuchten, mich zu packen. Ich zuckte zusammen, als ich sie abtrat und zusah, wie sie in den Graben fiel. Als ich aufsah, sah ich, wie Elsie auf mich zustürmte. Ich hatte kaum Zeit zu reagieren, bevor sie mich gegen die Seite des Autos schleuderte, meinen Seitenspiegel brach und mich zu Boden warf. Ich rang nach Luft, als eine Hand auf meinen Hals drückte. Zuerst waren es nur Finger, dann etwas mehr. Trockene kleine Fäden, die nach Blut und Ammoniak rochen, schnürten sich um meinen Hals wie eine Schlinge. »Komm schon«, lachte sie, »komm schon«. Sie hob ihren Arm auf und legte ihn auf meinen Hals. Bei jeder Bewegung, die ich machte, schnappte er zu. Ich sollte völlig still und gefügig bleiben, sonst wäre das mein Ende. Sie packte mich am Fuß und zog mich am Straßenrand entlang. Zurückblickend kann ich nicht sagen, dass mir etwas durch den Kopf ging. Ich geriet in Panik und mein Körper erstarrte einfach. Ich habe vage Erinnerungen daran, wie ich die Straße entlang geschleift wurde. Die Scheuerstellen auf meinem Rücken. Das intermittierende Licht der gelegentlich funktionierenden Straßenlaterne, den Rücken von Elsies Nachthemd und die verschiedenen unnatürlichen Teile, die sich darunter bewegten. Ein paar Mal fuhren Autos an uns vorbei, aber Elsie stand weit genug von der Straße entfernt, dass uns niemand bei einem flüchtigen Blick sehen konnte. Ich wurde durch das Unkraut geschleift und sie trug keine auffälligen Farben. Sie wiederholte immer wieder dasselbe, immer und immer wieder. Es war nicht wirklich an mich gerichtet, sondern nur etwas, das sie sagte. Ein Zuhause schaffen. Als würde sie sich daran erinnern, was sie tat. Manchmal bekam sie diese gewalttätigen Ticks, wobei sie ihren Kopf nach rechts ruckte. Es sah schmerzhaft aus, als könnte sie sich versehentlich den Hals verrenken. Wir machten uns Straße für Straße auf den Weg zurück zu ihrem Zuhause. Sie nahm Abkürzungen, bewegte sich durch die Wälder, wenn sie konnte. Es war ihr egal, worauf sie trat oder was sie durchziehen musste, solange wir vorwärts kamen. Ich war überall zerschunden und verletzt, als ich endlich durch das Waldstück die Feuerwehrautos in der Ferne sehen konnte. Elsie hielt inne und neigte den Kopf mit einem Stirnrunzeln. Sieht aus, als wäre ein Unfall passiert, sagte ich. Da ist Rauch. Nein, erklärte sie, zu Hause ist sicher. Sieht nicht danach aus. Zu Hause ist sicher.
Sie drehte sich zu mir um, ließ ihre Augen in ihren Höhlen zurückrollen. Ihr Kiefer löste sich und eine Handvoll grüner Ranken, die aus dem Hintergrund ihres Halses hervorschossen, vibrierend und rasselnd wie eine bedrohte Schlange. Ich nutzte die Gelegenheit, die Hand von meinem Hals zu werfen und kroch weg. Ich kam nicht weit. Ich griff nach einem heruntergefallenen Baumstamm, konnte aber nicht lange festhalten, bevor sie mich losriss. Diesmal hielt sie sich nicht zurück. In dieser alten Frau steckte eine immense Kraft, viel mehr als erwartet. Sie beugte sich über mich, zog mein Gesicht näher heran. Die kleinen grünen Ranken waren nahe genug, um gegen meine Nase zu tippen, als suchten sie nach etwas, das sie packen konnten. Ich drückte zurück, aber es nützte nichts. Selbst jetzt lachte sie noch. Sie kamen so nah, dass ich die Ranken an mir spüren konnte. Ich fühlte, wie ihre Muskeln sich anspannten. Das wäre der finale Stoß gewesen. Dann ein Knall. Und noch einer. Ich spürte, wie ihre Hände nachließen und ich konnte mich zurückstoßen. Zwei weitere laute Knalle folgten und Elsie fiel um. Eine Hand streckte sich nach mir aus und ich ergriff sie. Ich kam auf die Beine, um Robert mit einem abgenutzten Revolver zu sehen. Es tut mir leid, sagte er. Ich musste sicher sein. Bevor ich die Zeit hatte zu antworten, streute er bereits Feuerzeugbenzin über sie. Als ich das Wort warten aussprechen wollte, stand sie bereits in Flammen. Robert zog mich zurück. Zurückzukommen bedeutete, dass dies ihr Nest war. Es gibt keine Ausbreitung, also sind wir sicher. Wovon reden Sie? Ich habe es Ihnen gesagt, rief er zurück. Allelopathie. Sobald Sie Wurzeln schlagen, wollen Sie alle anderen zerstören. Denken Sie, das gilt nur für ein paar Topfpflanzen in meinem Schlafzimmer. Er blickte zurück auf die brennenden Trümmer des Stadthauses am Rand der Bäume. Ich musste sicher sein, also brauchte ich Köder, es tut mir leid. Es stellte sich heraus, dass Robert die Knospen absichtlich in die Plastiktüte gesteckt hatte. Er hatte seinen Nachbarn verdächtigt, betroffen zu sein, hatte es aber eine Zeit lang zu ignorieren versucht, in der Hoffnung, falsch zu liegen. Diese Samen waren stark. Sie hinterließen eine Art Markierung an mir. Etwas, dem jemand, der infiziert war, nicht widerstehen konnte. Robert hoffte, sie würde mich angreifen. Und das tat sie auch. Ich traf mich am nächsten Tag mit Robert. Ich brauchte eine vollständige Erklärung. Im Gegenzug stimmte ich zu, einen Teil davon für mich zu behalten. Robert hatte an einem Stamm von Helianthus cerulea gearbeitet, wie er gesagt hatte. Was er nicht gesagt hatte, war, dass es sich um einen modifizierten Stamm handelte. Nicht einmal Robert kannte die wirklichen Ursprünge. Es war einfach etwas, das ihm von seinem zwielichtigen Arbeitgeber gewährt wurde. Seine ursprüngliche Schuld war ein Versuch gewesen, auszusteigen und das Land zu verlassen. Sein Arbeitgeber hatte ihn eingeholt und ihn in eine erzwungene Einzelarbeit zurückgebracht. Arbeit von zu Hause aus, ja, aber unter strenger Aufsicht. Aber er hatte nicht damit gerechnet, dass Elsie seine Proben wegspülen würde. Er bekam so viele Kartons, dass einer von seinem Radar rutschte. Während Robert Ergänzungen nahm, um eine mögliche Infektion zu widerstehen, tat Elsie das nicht. Während sich die Pflanze durch Wasser und Luft ausbreitete, wurde sie von Tag zu Tag mehr beeinflusst, bis es schließlich überkochte. Ein Jahr später sehe ich sie manchmal. In Videos oder gelegentlich im Hintergrund eines Fotos. Manchmal denke ich nur, dass ich sie sehe. Es ist, als würde die Farbe einfach auf mich zusprengen. Aber hin und wieder bemerke ich das echte Ding. Und ich kann nicht anders, als mich zu fragen, wie weit es genistet hat. Wie lange, bis nichts anderes mehr wachsen darf. Hiermit endet die Geschichte, die uns durch die dunklen Korridore des Unbekannten und durch die Schatten der Angst geführt hat. Wir haben zusammen das Grauen hinter verschlossenen Türen enthüllt und die Geheimnisse entdeckt, die im Verborgenen lauern. In der Stille, die nun folgt, möge jeder von uns das Gelernte bewahren und die Erinnerung an die Erzählung pflegen. Mögen die Schatten uns lehren, das Licht zu schätzen, und mögen die Geheimnisse uns daran erinnern, dass nicht alles enthüllt werden soll. Und zum Abschluss ein Zitat, das wie ein Rätsel ist. Ich hatte meiner Frau versprochen, dass wir, wenn ich aus dem Krieg zurückkomme, den Film unseres ersten Dates noch einmal anschauen würden. Aber jetzt liegt sie im Krankenhaus und stirbt. Alles nur, weil sie Popcorn machen wollte.
Wenn jemand versteht, was genau passiert ist, schreibt es bitte in die Kommentare.